Das ist Gelatine. Wir kennen es von zu Hause, meist als Blattgelatine zum Kochen. Dies hier ist Pulvergelatine, die für die industrielle Herstellung von vielen Produkten verwendet wird. Gelatine hat keinen Eigengeschmack und ist ein hochreines kollagenes Eiweiß. Was man damit machen kann? Nun, sehr viel. Gelatine wird in einem hochmodernen, komplizierten Verfahren hergestellt, bei dem fast alles in einem sogenannten geschlossenen System, in großen Edelstahlbehältern und vielen Rohren und Apparaten passiert. Damit wir besser verstehen, was da alles so gemacht wird, versuchen wir mal, Gelatine selbst herzustellen. Also, zuerst einmal brauchen wir das Ausgangsmaterial, den Rohstoff. Dazu nehmen wir zum Beispiel ein Stück Schweinebauchfleisch. Davon wird die Schwarte abgeschnitten, denn die enthält das Kollagen, aus dem die Gelatine besteht. In Schweinehaut und auch in der menschlichen Haut ist Kollagen, Protein. Und richtig, das ist genau das, was man braucht, um Gelatine zu machen. Aber wie bekommt man nun das Kollagen aus den Schwarten heraus? Die Schwarte wird in kleine Stücke von ca. 3 mm geschnitten und ins Wasser gegeben. Nun wird diese Suppe Säure zugegeben, um das Kollagen löslich zu machen. Wir benutzen hier einfach Essig. Dieses Gemisch wird nun bei verschiedenen Temperaturen mehrfach erwärmt, damit sich das Kollagen besser im Wasser auflöst. Dabei ist es immer noch eine trübe Lösung. Durch das Erwärmen und die Säure entstehen drei Schichten. Unten sind es die festen Teile, in der Mitte die saure Lösung und oben eine dünne Schicht Fett. Aber nur auf die Mittelschicht kommt es an. Das Fett und die festen Bestandteile werden durch eine Zentrifuge entfernt und die Kollagenlösung wird weitergeleitet. Diesen Vorgang nennt man Extraktion. Nun beginnt ein aufwendiger Reinigungsprozess, da immer noch kleinste Teile in der Kollagenlösung sind, die diese zum Beispiel trüb machen. Damit man jetzt klare Gelatine bekommt, wird diese trübe Flüssigkeit gefiltert. Das Ganze wird in der Fabrik mehrfach mit unvorstellbar feinen Filtern gemacht. Dazu werden sogenannte keramische Mikrofilter verwendet. Mit enormem Druck wird die Kollagenlösung durch die Filter gepresst und durch diese winzigen Löcher, die mit bloßem Auge gar nicht zu erkennen sind, kommt dann die klare Lösung wieder heraus. Die gesamte Filterstrecke ist übrigens ca. 3000 Meter lang. Doch der Reinigungsprozess ist immer noch nicht abgeschlossen. Es sind immer noch Salze in der Lösung und das Wasser muss auch noch raus. Dafür läuft diese Flüssigkeit durch diese riesigen Kessel. Die Kessel sind mit Kügelchen gefüllt. Die sehen fast aus wie brauner Zucker, aber es sind Kunstharzkügelchen. Die Kollagenlösung fließt durch sie durch und das noch enthaltene Salz bleibt an den Kügelchen haften. Die Lösung wird nun durch diese langen Edelstahlröhren weitergepumpt und in diesen riesigen Tanks so lange erwärmt, bis das Wasser verdampft ist. So bleiben von ca. 2 Litern Kollagenlösung nur etwa 200 Milliliter honigartiges Konzentrat übrig. Diesen Vorgang nennt man Eindickung. Jetzt wird die Gelatine nur noch einmal sehr kurz erhitzt, um Keime abzutöten und die Gelatine haltbar zu machen. Dann wird die honigartige Lösung heruntergekühlt und durch eine Lochscheibe gepresst. Dabei entstehen die sogenannten Gelatine-Nudeln, die auf ein Transportband fallen und dann ganz langsam getrocknet werden. Mit warmer, steriler Luft wird nun schonend das restliche Wasser aus den Nudeln verdampft. Diese Gelatine-Spaghetti kommen auf der anderen Seite wieder heraus, werden zerkleinert und zu Pulver gemahlen. Das Pulver wird dann in großen sogenannten Big Bags zu 1000 Kilogramm zwischengelagert. Jeder Kunde, der Gelatine für seine Produkte bestellt, hat ganz bestimmte Anforderungen, die die Gelatine erfüllen muss. Und vor allem, er möchte ja auch immer wieder die gleiche Sorte nachbestellen können. Also gibt es keine Standard-Gelatine. Jeder Kunde
erhält seine eigene maßgeschneiderte Gelita-Gelatine. Und daraus stellen die dann all die schönen, leckeren Dinge her, die uns so froh machen. Toll, oder? Etwas anderes ist es bei der Herstellung von Blattgelatine. Hierbei ist es gerade wichtig, dass jedes einzelne Blatt immer die gleichen Eigenschaften hat. Dazu wird Gelatinepulver wieder in Wasser gelöst und auf eine sogenannte Kühltrommel aufgetragen. Dadurch entsteht ein breiter Film, der mit Messern in schmale Bänder geschnitten wird. Diese Gelatinebänder werden auf ein Netz gelegt, welches langsam durch einen ca. 150 Meter langen Trockner läuft. Am anderen Ende werden die nun festen Streifen in die einzelnen Blätter geschnitten und gehen von dort zur Verpackung. Von hier aus tritt die Blattgelatine ihre Reise in die Küchen der Welt an. Auf allen Kontinenten sorgt Gelita Blattgelatine für viele Leckereien, wie Wackelpudding, Mousse au Chocolat oder Panna Cotta. Und die landet dann wo? Genau. Gelita, improving quality of life.